Drei Frauen stehen an einer Straßenkreuzung und schauen herausfordernd in die Kamera. Zweien dieser Frauen wirst du im Laufe des Audiowalks wieder begegnen. Und sie nehmen dich mit, mitten hinein in einen der größten Skandale Frankfurts, in dessen Zentrum ein Polizeirevier steht. Über Jahre erhielten diese Frauen und viele andere Betroffene rassistische, antisemitische, antimuslimische und rechtsradikale Drohschreiben. Unterzeichnet mit den Worten NSU 2.0. Letztes Jahr wurde am Landgericht Frankfurt der mutmaßliche Verfasser verurteilt. Doch bis heute sind viele Fragen offen. Und die meisten dieser Fragen haben mit der Polizei zu tun. Einer Frankfurter Polizei, deren politische Neutralität schon länger in Zweifel gezogen wird. Sind es alles Einzelfälle von BeamtInnen, die unter enormem Druck stehen und mal Dampf ablassen müssen? Oder steckt ein System dahinter? Ein Geist? Eine Kultur? Eine Geschichte? Sind rechte Umtriebe in der Polizei eine Gefahr für die Demokratie? Hier beginnt unsere Recherche. Sie wird dich hinein in die Stadt tragen, vorbei an Orten, die mit der Geschichte der Frankfurter Polizei zu tun haben. Wie verbinden sich eigentlich Geschichte und Gegenwart der Polizei?